Herzlich willkommen wieder bei CNI Gaming und willkommen zu meinem ersten Einzelspielerprojekt und zwar Mass Effect. Ich bin Michael, Arcana Lüther, und ja, ich spiele mit euch diese schöne Sci-Fi-Saga. Also ich will die ganze Trilogie mit euch spielen, ja? Wie üblich fängt man mit dem ersten Teil an. Und von Mass Effect habe ich den ersten damals angespielt, habe es dann aber irgendwann sein lassen weiter. Und den dritten hatte ich im Let's Play geschaut damals. Den zweiten habe ich ganz übersprungen. Weiß nicht wieso. Aber ich will jetzt selber diese drei Teile spielen. Letztens ein schönes Angebot gehabt und gleich gekauft. Die Winter Sales machen das möglich bei Origin und Steam. Ja. Wir starten natürlich eine neue Karriere. Gucken uns vorerst nochmal die Optionen an. So, grafisch. Grafisch hoffe ich, dass es hinhaut, ne? Die Auflösung geht nicht höher. Also da hätte man wohl mal so leben müssen. Dynamische Schatten, ich habe einfach mal Ja gemacht. Ich werde dann noch sehen, wie es dementsprechend ist. Ich bin jetzt eigentlich nicht so die Grafikhure. Filtermodus. Machen wir einen Punkt. Ultra hoch. Tryhard, wenn's, ja. Also ich bin jetzt die Grafikhure, wie gesagt. Von mir aus kann das Spiel auch nicht so pornöse Grafik haben und ich würde es trotzdem spielen. Hauptsache die Story gefällt mir und es passt gut zusammen. Ja, was mich an Mass Effect halt so fasziniert, ist, dass die Charakter dann auch in den Teilen jeweils übernommen werden. Also, das finde ich mega geil. Ja, dann spielst du deine Geschichte einfach weiter. So, Kampfschwierigkeit normal. Ich hätte natürlich auf Wahnsinn gestellt, ne? Das passt natürlich am besten zu mir. Hätte ich auch gemeistert. automatische Stufenanstieg mach mal aus. Denn wir wollen selber unsere Charakter leveln. Ich habe keinen Bock, dass wir... Wahrscheinlich werde ich sogar noch mehr ruinieren als der Computer, aber hey, so läuft das hier. Zielhilfe, ich mach mal Zielhilfe gering. Ich werde mal sehen, wie das dann aussieht. Wenn es nicht gehen sollte, kann ich es ja wieder ändern, ne? Dazu sind Einstellungen ja da. Squad-Fähigkeit-Nutzung. Bestimmte Fähigkeit teilte die Squad. Ja, klar, warum nicht? Untertitel natürlich an, ne? Autosave auch an. So, anwenden. So, eigentlich hätte ich erst was essen sollen, denn ich merke, wie mein Magen knurrt. Die Pizza von gestern zum Glück. Habe ich noch alles da. So, dann starten wir eine neue Karriere gleich mal. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Okay, dann verbinden wir uns mal mit der Datenbank. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. So, Profilwiederherstellung. Bestätigen Sie Ihre Idee als Commander John Shepard. Ich würde ja gleich hier, aber ich würde sagen, wir machen eine neue ID. Aha. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Nalita, natürlich. Ja, okay. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, unsere Zeit vor dem Dienst, ja. Wir könnten jetzt hier drei Sachen wählen. Raumfahrer. Ihre beiden Eltern waren beim Allianz-Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Klingt ja jetzt mal nicht so spannend. Was hat denn der Kolonist zu bieten? Sie sind auf Mindor. Mindor, das ist sowas Französisches. Mindor. Geboren und aufgewachsen in einer kleinen Kolonie am Rand der Attika-Traverse.
Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen sie Sklaven, überfielen Sklavenjäger Mindor und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von der Allianz-Patrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst für das Allianz-Militär. Okay. Ich muss mir das ja halbwegs merken, so. Ich bin jemand, der Sachen gerne vergisst. Und ich komme auf diesen Namen nicht klar. Dieses Mindoir. Wenn man Französisch hat, ne, als Koch. Nee. Da. Prügelt das die Lehrerin einförmlich ein. So, und von der Erde. Als Weise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Militärdienst gemeldet haben. Das klingt jetzt nicht alles so. Aber... Ach komm, wir sind von der Erde. So, psychologisches Profil. Skrupellos. Oh. So, dann einzig Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befand sich in einer extremen, lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen. Und jetzt sind nur noch sie übrig. Um davon zu erzählen. Ah, ja, ich glaube, ich hätte nicht so viel Bock davon zu erzählen, wenn ich so ein Trauma hätte. Oh, okay, Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages in... Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennungen seitens der Allianzflotte. Okay. Ja, das klingt ganz nach mir. Ganz einfach das Leben aufs Spiel setzen und, ja, okay, skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie insgeheim als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Der einzig Überlebende. Kriegsheld. Ja, welche Aufgabe stellen wir uns denn? Das heißt, welches psychologische Profil werden wir uns denn geben? Ich tendiere ja schon fast mehr zum Kriegshelden. Denn der hat ein bisschen Achtung. Hier sind wir als Killer bekannt. Und hier als psychisches Wrack. So, wir haben den Helden, den Killer und das Wrack. Ist schwer, ist gar nicht so einfach. Ja, komm, wir haben sie alle gelegt. Spezialisierung bestätigen. Oh Gott, auch noch Spezialisierung. Ah ja, Spezialisierung. Ganz vergessen, okay. Ah, ich hab's jetzt mit dem Lesen. Ich bin bei Deutsch 4, bin froh, dass ich durchgerutscht bin. Ich war so mehr der Schläfer im Unterricht. So, Soldat. Soldaten sind die perfekte Kampf... Sind die ja. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzer rumzutragen und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzer rumzutragen. Okay. Also Waffenexperte sozusagen. Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Oh, da lehnen sie sich aber weit aufs Fenster. Mithilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören, um das Squad zu heilen. Techniker können Ausrüstung tragen,
und nur an Pistolen, ausgebildet werden. Okay, nur an Pistolen. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen, um Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Okay. Der Infiltrator kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Okay. Der Wächter. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeit und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen und technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeit geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen. Okay, und kein erweitertes Waffentraining? Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotische Fähigkeit mit einem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sind besonders tödlich auf kurze Distanz. Sie benutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Aber ich muss sagen, bisher bin ich nicht so der Fan von der Schrotflinte im Spiel. Weshalb ich vielleicht sogar sage, dass Frontkämpfer und Soldat sowas für mich nicht in Frage kommen. Experte. Wobei ich den Wächter auch ganz cool finde. Mit diesen Technik- und Biotik-Kombinationen. Hat schon was. Sowas haben wir, sowas wie einen Sniper, ne? Kampf und Technik. Ja, wir müssen uns leider Gottes entscheiden, ne? Und da ich den Frontkämpfer, also ich bin eigentlich schon immer gerne vorne, aber ich nicht mehr unbedingt mit Schrotflinte. Der hat gar keine Waffenspezialisierung. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so fern so schlimm ist, ob das so krasse Auswirkungen hat. So, Infiltrator. Ja, wie gesagt, der Sniper, Kampf und Technik. Die Chiffrierungs- und Offensivfähigkeiten. Experte sind Biotik-Spezialisten. Aber wir können hier eine Pistole ausbilden. Ah, ich muss jetzt entscheiden zwischen Wächter, Techniker und Experte. Weil der Soldat ist für mich zu Mainstream, so mit der Waffe. Geht bestimmt auch gut ab, ne? Will ich jetzt nicht sagen, aber... Ah, er hat schwere Panzerung. Das macht jetzt schon wieder positiv für mich, denn ich weiß, ich werde eine Menge einstecken müssen. Ja, ich, dass ich so ein Nubi-Nubi bin. Ah, okay. Hab schöne Effekte. Dann... Wow, ich weiß es doch auch nicht. Fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen. Ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht ganz so meins. Ich bin wahrscheinlich mehr so wirklich jemand, der drauf geht. So, jetzt bleibt sich noch die Frage. Techniker-Experte. Technik, ich weiß nicht, wie sehr uns Technik jetzt dabei helfen wird, unsere Gegner zu plätten. Oder generell in dem Spiel. Was mit Technik spezifisch gemeint ist. So, Biotik, naja. Man gönnt sich doch sonst nichts. Wir machen den Experten. Ja, wir lassen das bei dem Gesicht. Ich finde, so wie es ist okay. Und ich hab's selber nur verunstaltet damals. So, Profilzusammenfassung, ja. Name, Nalita Shepard. Herkunft von der Erde. Reputation, Kriegsheld und Klasse-Experte. Finde ich okay, nehmen wir so hin. Und auf ins Spielgeschehen. Ja, bestätigt. Identifikation bestätigt. Ja, haben wir ja auch schon gemacht. Alles annehmbar und starten wir mal. So, der...
Ladescreen. Bei solchen Ladescreens finde ich, fehlt immer diese Fahrstuhlmusik. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Er hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihm allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Sein Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. So, 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In der darauffolgenden Jahrzehnte konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reise selbst zu den entfernten Sternen ermöglicht. Denn Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft. Ah! Massiv. Also ich war jetzt nicht so schnell genug, es alles zu lesen, aber ich kannte es schon vorher. Ihr könnt ja selber lesen dann noch. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich scheine ihn verärgert zu haben. Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Okay, ja, hier sind wir in unserem Raumschiff. Wie hieß die Normandy? Ich glaube, die Normandy. Zählt uns noch was, Joker? Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Na, drücken Sie WADS und die Charakter vorwärts. Ja, das ist üblich so. So, Caden. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Ja, das ist doch in Ruhe. So, genau. Die Normandy. So heißt unser Schiff. Es ist wahr. So. Ich habe ihn gerade gesehen.
marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Die Grafik finde ich jetzt nicht so schlecht für das Spiel von 2007, ne? Kann auch einiges. Wie gesagt, also ich bin da sowieso nicht so die Grafikhure. Und ich möchte eigentlich so gut wie mit jedem NPC hier interagieren. Also, so wie wenn es möglich ist. Wir haben ja schon gesehen, dafür kriegen wir Codex-Einträge, XP und das lohnt sich. So. Und ich sehe schon den Nächsten, der mit uns reden will. Zumindest mit dem wir reden wollen. Hallo, werter Herr. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Wahrscheinlich ein Streitgespräch. Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Aha. Wovon sprechen Sie? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Mhm. Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihilus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Okay, das sind wahrlich akzeptable Bedenken. Also, was kann er denn über unser Tarnsystem erzählen? Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Eine Tarnung? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Okay. Ich schau mir das mal an. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. So, und da sehen wir Codex und XP. Ja, lohnt sich. Hallo? Aha. Galaxiekarte wollen wir noch nicht öffnen. Mit der jungen Dame können wir wohl nicht reden. Ist eine Dame, oder? Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Ha! Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Ja, Also ich finde, der Typ hat schon recht, der Jenkins. Ne? Ich hätte Bock auf Gemetzel. Aber wir sind ja fürsorglich. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Was können Sie mir über die Spectres erzählen?
Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Okay, das heißt, wir haben einen hochrangigen Agenten hier. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt. Zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Sie sind doch ein echter Kriegsheld, oder? Sie allein sollen eine ganze Flotte beim skylianischen Angriff aufgehalten haben. Solche Fähigkeiten müssen doch für die Spectres genau richtig sein. Das sind alles wilde Spekulationen. Die Spectres sind einfach nicht daran interessiert, Menschen zu rekrutieren. Egal, welche Fähigkeiten sie haben. Hm. Ho, 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 also mein Ruf eilt mir voraus. So, der gute Nihilus. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Nihilus einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Hm. Okay, und unser Ziel ist Eden Prime, wenn ich mich nicht recht entsinne. Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Okay, also wir haben von denen auch nur das erfahren, was wir von allen anderen erfahren. Und zwar, wir haben ein Spectre. Wir haben wohl noch einen ziemlich... Wir sind auf einem Testflug, der wohl nur eine Tarnung für unsere eigentliche Mission ist, wovon keiner eine Ahnung hat. So, und nachdem ich hier schön im Kreis gelaufen bin, ne? Ein, zwei Sprints. Hallo, der Herr? Hallo? So. Gehen wir mal in den Raum. Und da vorne wartet Nihilus. Hm. Hallo Nihilus. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Ich dachte, der Captain wollte uns sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Das weiß ich nicht. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Worauf will er hinaus? Also...
Das klingt ja, als ob irgendwas vorhätte. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das ist, nach dem, was wir gehört haben, keine Überraschung mehr. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Okay. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Okay. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Skylianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Okay. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay. Dann sollten wir vielleicht noch was über unser Missionsziel, dem Sender, erfahren. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch Ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attica-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attica-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben.
Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Okay, dann sind wir bereit zu gehen, würde ich mal, ne? Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Nein, es wird vor Ihnen Auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. So, also sind wir nicht auf Eden Prime gelandet. Wir hören schon hier. Und hier ist sehen. Es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Jawohl. Ja, jetzt sind wir nicht auf dem Planeten gelandet, haben die lange Reise auf dem Schiff überstanden. Und ja, ich werde jetzt erstmal einen Cut machen, ne? Denn erst in der nächsten Folge werden wir uns in dieser Mission ordentlich... Ja, oh Gott. Oh, ich sehe schon. Ich werde hart verkacken. So. Schauen wir uns mal die Landschaft an. Ja, für ein Spiel von 2007 finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich kann damit leben. So. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns auf der Suche nach dem Sender begeben und ins erste Abenteuer hinein. Bis dann.